Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine 2. Wir fangen oder starten genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Und es sieht auch schon wieder so unendlich fantastisch aus. Diese ganze super ultimativ Fantasy-lastige Welt macht einfach ordentlich was her. Und was kommt jetzt? Und wir fangen wieder mit unserem Freund an. Lass das Abenteuer beginnen! Figuren kann ich jetzt sogar wechseln. Wohin hat der Trine uns gebracht? Okay. Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Kann eigentlich auch so hochhüpfen? Ja doch, wir können alle gleich hochhüpfen. Habe ich mich vorhin wohl mehr oder weniger nur verhört. Lass mich drauf. Kann ich hier runterfallen? Ja, gut. Damit hat sich die Frage natürlich schon erübrigt. So, komm runter zu mir. Sehr schön. Ah, schade. Na, da kann man noch bestimmt in Sicherheit hoch. Ach, soll mir jetzt auch egal sein, man kann ja nicht immer alles perfekt machen, etc. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt erstmal weitergehen. Ich bin einfach mal gespannt, was jetzt noch so auf uns zukommt. Den Block hole ich jetzt einfach mal hoch. Wird mit Sicherheit nicht verkehrt sein. Mal hier selber noch unseren hin. Hallo, 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 hallo. Ganz ruhig. So, und jetzt könnten wir sogar mit Glück komplett hochgehen, wenn ich mich nicht täusche. So. Ja, logischerweise kommt der jetzt noch weiter hier ran. Der kommt dann rauf, auch wenn es ein bisschen Quatsch ist. Und die Blume wird ein... Na, komm. Ah, komm, 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 komm. Hier runter. Komm her. Ich will das jetzt schaffen. Mein Ehrgeiz ist dann immer letztendlich so groß. Ach, dann ist da nicht mal was. Das ist ja natürlich noch umso besser. Auch nicht. Ach, komm, das war jetzt Quatsch. So, komm. Und schaukel, 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 schaukel. Und schon habe ich letztendlich verkackt. Aber das war es mir auf jeden Fall wert. Dich hole ich jetzt wieder. Und dem anderen Block kann ich ja immer machen, was ich möchte. Und den auch hin und her zaubern, wie ich möchte. Von daher ist das dann schon im Groben und Ganzen in Ordnung. Ich bin gerade trotzdem nicht hochgekommen. So. Und zack, habe ich dich jetzt auch nochmal geholt, weggeschnappt, wie auch immer. Ah. So, was war das jetzt? War es ein Speicherpunkt? Ziele und drücke dann 2, um herangezauberte Objekte zu löschen. Ja gut, ist doch in Ordnung. Guck ich mal, was macht... Was kann das? Kann das irgendwas? Scheinbar nicht. Hier wird doch jetzt aber sicher gleich irgendetwas passieren. Okay. Ach Quatsch. Ah, wie geil ist das denn? Sehr geil. Mal gucken. Oh, komm, geh nochmal hoch. Und das wächst jetzt auch noch. Genau sowas meine ich von wegen Physikspiele. Also ich finde es wirklich... Ah, so. Ach, Mensch, komm her, blöder Block. Ich finde es wirklich einfach nur grandios.
und ist richtig, richtig geil. Sind natürlich die Meinungen auch letztendlich immer geteilt, ist nicht jedermanns Sache, aber ja, wenn es einem nicht gefällt, dann so sollte man es sich wahrscheinlich auch mehrmals überlegen, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen oder sonst irgendetwas. Ich stehe drauf, sowas ist genau mein, ja, genau das Richtige für mich, sage ich mal. Und ja gut, an den ganzen oben werde ich jetzt nicht mehr rankommen, ist auch, glaube ich, gar nicht so schlimm. Was ist hier jetzt? Okay. Scheint mehrere nicht, nee, scheint nicht mehrere Möglichkeiten zu geben. Ist da irgendwas hinter? Hä? Ah, genau, was man machen könnte. Mal gucken, was kommt jetzt. Hier das Wasser hin. Ja, sehr schön. Oh, dieses Wasser ist echt mächtig. Ja. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ja. Genialer Spruch. Also wenn... sehr, sehr geil. Also wenn das bei Kartoffeln nicht klappt, dann muss ich zugeben, wüsste ich auch nicht mehr weiter. Und irgendwie muss er das jedoch halten können. Ne, leider nicht, scheinbar. Es sei denn, der oder ich kann mir jetzt irgendwie entgegenholen. Nein. Ach Quatsch, komm. Ne. Das gibt's doch gar nicht. Ehrgeiz, Hilfe. So, noch einmal probiere ich's. Nein, nein, so wird das schon mal gar nicht. Ja gut, komm, lass ich das da oben. Da hängt eh nur noch ein Stein. Sollte jetzt, glaube ich, nicht mehr so nennenswert sein. Jetzt müsste ich ihn hier, glaube ich, nehmen. Genau. Boah, jetzt waren wir auch schon wieder relativ weit runter. Andere Waffe von ihm nehmen. Durch da mit dem Hammer. Und nun nehmen wir unsere liebe Diebin. Holen mehrmals Schwung und schaffen es nicht. Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol dein Piekser, wir kochen den großen Dicken. Kobolde. Angriff! Ah, ja, da werde ich jetzt einfach hier nur mit ihm kämpfen, weil ich auf jeden Fall weiß, dass er am meisten, wahrscheinlich auch besten Schaden macht. Zack. Ah, und zack. Auch ihn hier nochmal den Gar ausgemacht. Schnell wieder zu ihr wechseln. Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich na. Ich nicht. Komm. Schwung holen. Ja, man schafft's nicht. Also, das ist... hier mit ihr den ganzen Kram zu machen, das ist wirklich nicht ohne. Ah, so, sehr schön. Levelaufstieg habe ich erreicht. Mal gucken. Da lasse ich mich mal überraschen. Oh, hier komme ich sogar auch noch so ran. Nehme ich mal ihn. Lass das hier jetzt mal unten, möglichst. Komme ich jetzt mit ihr wieder ran. Ja, ohne Probleme. Muss ich bloß wieder so blöd springen. Hat aber diesmal noch mit Glück funktioniert. Okay, was ist das jetzt? Eine Feuerpflanze? Ah, komm. Hey. Okay, gut, scheint nicht zu funktionieren. Mache ich einfach so ein Bottichen. Gut, die Pflanze kann man schon mal nicht töten. Ist auch schon mal gut zu wissen. Den kurz einsammeln. Hier wieder den Flock hinstellen. Hier hochwandern. Ah, es ist einfach so unendlich schön. Ja gut, so hätte man es wahrscheinlich auch machen können ohne Probleme.
sieht man mal, wie viele Lösungsmöglichkeiten es eigentlich gibt. Also ist es partout nicht immer auf eins beschränkt oder so. Gut, die brauche ich noch. Hey! Hab ich. Öffne das Fähigkeitsmenü. Fähigkeitspunkte. Kalkulator. Gut. Ah, hier habe ich sogar Fähigkeiten. Damit setze ich mich aber jetzt erst beim nächsten Mal auseinander. Uah. So. Das Praktische wäre jetzt, wenn ich eigentlich hier wieder mit ihr rangehen würde. Ah, komm. Oh. Zack. Sehr schön. Hier in etwa das... selbe. Oh, gerade noch so geschafft. E öffnen. Und diese Aussicht schon wieder. Grandios. Dafür ist das alles einfach nur 2D ist. Ich finde es so ultimativ genial. Oh. Ah, so. Ah, gut, kann er gar nicht im Springen zaubern. Da muss er natürlich auch nicht. Ah, so. Und so. Haha, sehr schön. Oh. Ah. Und wieder hier vorne kurz hochgehen. Wie viel Zeit bleibt uns denn noch? Dieses Spiel, ich denke mal, hier verfliegt die Zeit wie sonst was. Zack. Ja, so. Kriegen wir, denke ich, mal hin. Ah, jetzt habe ich mir das hier auch schon selber auf den Rücken geworfen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Stopp. Zack. So. Stelle ich mich jetzt... ah, okay, gut, das ging schon mal nicht, mich darauf zu stellen. Ah, den Stein möchte ich jetzt auch noch nicht abbekommen. Muss nicht sein. Oh, ich komme da nicht rüber. Ah, es kann auch gar nicht sein. Ich denke mal, ich springe einfach nur zu spät. Ah, komm, 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 komm. Oh! Oh, gut. Ah, was kommt denn jetzt schon wieder? Das hört sich doch schon wieder irgendwo nach einem... nach einem dieser komischen Typen an. So. Ah, nein, 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 ist gleich tot. Oh Gott. Geh doch tot, Mensch. Kann doch nicht sein. So. Ah. Ah. Ist runtergefallen? Sehr schön. Und wieder Schwung holen. Nein. Wieder Schwung holen. Geht doch. Und da oben war auch noch was. Aber da setze ich mich jetzt noch nicht mit auseinander. Erstmal hier jetzt hoch. Und hier nochmal kurz hoch. Nein! Oh Mann. Lass ich's einfach. Mach ich dich kaputt, du Scheißvieh. Und jetzt ist unser Kollege auch schon wieder hier. So. Immer alles einsammeln, was möglich ist. Ah, komm, so. Sehr schön. Aber... ich hätte jetzt natürlich auch oben lang gehen können, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal einen stinknormalen Weg weiter. Okay. Wie
hätte ich das denn jetzt sonst machen sollen, oder war es jetzt so ein extra Raum? Hier scheint ein Hebel zu sein. Kann ich den auch... Ah Gott, kann ich den auswählen? Nicht so richtig. Doch. Ach, ich muss auch noch in die richtige Richtung drücken. Jetzt kommt hier ein Stüfchen runter. Okay. Er hat am meisten Leben. Oh, ja gut, perfekt. Da habe ich hier nochmal Glück gehabt, dass ich jetzt hier hinten hingekommen bin. Okay, das ist alles nicht so einfach, muss man sagen. Auch wenn es sich wahrscheinlich stark danach anhört oder sonst irgendetwas. Oder es vielleicht sogar stark danach aussieht, aber nicht zu unterschätzen den Schwierigkeitsgrad des Spiels. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich mich da einfach noch nicht dran gewöhnt habe. Und hopp, und hopp. Huch. Nein, ey. Und ich mache alles kaputt. Das konnte ich eigentlich kaputt machen. Ja, super. Auch nochmal gut zu wissen. Und boing. Wieder nicht geschafft. So, jetzt aber. Warum kann ich denn auf der Blase nicht stehen bleiben? Kann er das? Ja, er kann's. Aus dem Grund auch immer. Naja, gut. Soll er's doch können. Diese Truhe öffne ich noch einmal kurz. Und jetzt gleich müsste der Level doch eigentlich vorbei sein, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, hier scheint wieder ein Wasserrätsel zu sein. Das werden wir dann aber in diesem Video nicht mehr sehen. Das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Wir sind hier... Oh, stehen sogar vor einer Riesenschnecke. Wir sind hier jetzt schon lange über der Zeit. Also, bis zum nächsten Part. Ich freue mich.